Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest, wo man jetzt meinen könnte, es wäre die letzte Folge, weil die genauso anfing wie diese hier, in die ich einfach daraus mehr rausgucke. Aber das liegt natürlich daran, dass hier unser Schlafplatz ist und wir jetzt immer nachts schlafen gehen, um nicht eventuell von eingeborenen Suchtrupps gefunden zu werden, bei denen ich mir einbilde, dass die... Der Berg leuchtet. Bei denen ich mir einbilde, dass die gerne nachts aktiv sind und tagsüber vielleicht doch eher ein bisschen schlafen gehen oder weiß ich nicht. Vielleicht die Morgenzeitung holen und dann zur Arbeit fahren, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind die sonst immer sehr nachtaktiv. Das bin ich zwar auch sehr gerne, aber hier im Wald tue ich mal so, als hätte ich normalen Biorhythmus. In Wahrheit nehme ich ja gerade um 6 Uhr morgens auf und habe eigentlich gar keine Zeit mehr. BZW müsste eigentlich jetzt schlafen, um noch ein paar Stunden Schlaf zu kriegen, aber ich glaube, ich werde durchmachen. Das ist das Einzige, was richtig ist, dann habe ich die nächsten paar Tage wenigstens ein bisschen Entspannung. So. Deswegen gerade ein kleiner Aufnahmemarathon und deswegen gerade auch ohne Webcam, habe ich ja schon vor ein paar Folgen erklärt, damit die Folgen nicht 8 Stunden pro Folge zum Rendern brauchen. Sonst kriege ich das nie fertig. So. Hier, ich finde, es sieht einfach wahnsinnig schön aus hier. Na klar, die Sonne scheint durch den Berg und pipapo, hier und da mal ein Bug und tralala. Das sei alles verziehen, das Spiel an sich ist auch so schon wahnsinnig schön. Und ich freue mich ganz ehrlich, wenn ich wieder nach Hause komme und die Grafik vielleicht, also die ist hier schon sehr, also ist schon, ich glaube, die ist schon komplett hochgeschraubt, ich weiß es gar nicht. Wir haben uns über die Hälfte jetzt schon an Loks da reingeballert, ich bin mal gespannt. Wir müssen das Ding in dieser Folge fertig kriegen, das geht gar nicht anders. So, eben nochmal heimlich den Timer angemacht, damit ich es nicht vergesse, denn die Folgen sind jetzt nicht mehr 40 Minuten lang. Auch aus dem Grunde, erstens, weil es sich zu viel beschwert wurde. Es tut mir leid, es wird sich sowieso immer beschwert. Wie gesagt, das ist The Forest, das Wäldchen, die Deutsch Edition. Die Folgen sind zu kurz, die Folgen sind zu lang. Dann machst du die Folgen kürzer. Die Folgen sind zu kurz. Du bist voll geldgeil. Und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen, ich werde es eh niemandem recht machen können, aber momentan mache ich das einfach nur deswegen, weil ich keine andere Wahl habe. Ich möchte ja safe sein, bis ich wieder in Deutschland bin. Und ich möchte nicht Forest, ganz ehrlich, sonst, ich will gar nicht wissen, was in den Kommentaren steht. Wenn ich jetzt eine Woche Forest ausfallen lasse, dann werde ich gelyncht. Das wäre, also ganz ehrlich, nee, da möchte ich das, nee, da müsste die Feuerwehr rufen. Alles hinkriegt? Das würde nicht gehen. So. Ich lasse mal ganz kurz die Energie wieder aufladen, bevor ich hier den Baum fälle. Und dann muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich den inneren blauen Balken nicht zu sehr auslutschen lasse. Wenn ich diesen Baum fälle, aber zum Glück geht das ja einigermaßen. Ich glaube aber trotzdem, dass der Blaue hier jedes Mal eine Schelle, eine Delle kriegt. Eine Schelle natürlich auch. So. Na komm. Natürlich fängt es wieder an zu pissen. Was soll es auch sonst machen? Ich habe immer noch Angst, dass uns Einwohner sehen. Kling kloing, weil wir uns langsam so weit nach vorne wagen. Wenn ich sage Einwohner, meine ich natürlich Ureinwohner oder in dem Falle Außerirdische. Nein, es sind natürlich keine Außerirdischen. Es sind einfach nur Mutanten und irgendwie übrig geblieben oder irgendwie ausgesetzt von irgendeinem Versuch. Ich weiß es nicht, was genau hier stattgefunden hat. Ich vermute ja, es könnte was mit Atommüll zu tun haben oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, wer soll denn Atommüll auf irgendeiner einsamen Insel irgendwo im Ozean aussetzen? Also irgendwie müssen diese Versuche aber zustande gekommen sein. Habe ich gerade was gehört? Es könnte auch Inzest sein. Broch. Schön, wie die in Zeitlupe fliegen. Ich bin mal ganz kurz still. Jetzt höre ich nichts mehr, okay. Ich dachte gerade zweimal, ich habe einen Schrei gehört von denen. Aber da habe ich mich vielleicht getäuscht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe mich getäuscht. Vor allem unter dem Hintergrund, dass ich hier schon wieder anfange, weiter zu fällen. Wenn ich Bäume fälle, höre ich natürlich nicht so viel. Ich hoffe, das Bäume fällen hört man nicht allzu... was war das denn da unten gerade?
Das kann Nikola hat gerade einen Baum weggebasht. Hallo? Es könnte auch hier draußen gerade sein. Wie gesagt, hier ist gerade 6 Uhr morgens, Los Angeles erwacht. Das heißt, es könnte sein, dass ich gerade Geräusche von draußen höre und die natürlich wieder mit dem Spiel assoziiere, wie immer. Wie immer halt. So, ich brauche übrigens dringend den Walkman, wie ich gerade sehe. Oder was zu essen. Ich glaube, ich brauche momentan eher was zu essen. Jetzt fäll ich noch ein paar Bäume gerade. So, solange wir Hunger haben, sinkt die Energie natürlich ins Bodenlose. Es bringt also nichts, wenn wir jetzt was trinken. Ist es eigentlich eher verschwendet, solange der Magen leer ist. Weil wenn der Magen leer ist, sinkt die Energie teilweise sehr schnell. Ich weiß gar nicht, ob inzwischen auch die Gesundheit sinkt. Das kann ich nicht sagen. Ich will es aber auch nicht drauf ankommen lassen. So, den reiße ich auch noch mit in den Tod hier, den Baum. Generell würde ich es ja gerne... Ich muss gleich mal gucken, ob ich wieder was zu essen habe. Habe ich mir durch? Ich habe gestern Abend auch was gegessen. Aber ich habe mir keinen neuen Lurch geholt. Was ist denn da los? Ein Karnickelsen. Ein Karnickelsen. Jetzt müsste ich natürlich auch einen Lurch finden. Siehst du hier einen? Bitte lauf nicht zu weit da nach hinten. Lurch, bleib stehen. Wo bist du? Scheiße. Ach Mann, du Kacklurch. Ich laufe dir jetzt nicht wahllos da hinterher. Das wäre blöd und töricht. Solange wir hier so eine gute Position haben, die die Eingeborenen noch nicht entdeckt haben. Können Karnickel eigentlich Baumstämme verschieben, frage ich mich. Mit den Zweigen klappt es ja ganz gut. Da hüpft er einfach durch, aber vorhin habe ich gesehen, wie ein Karnickel einen Baumstamm weggeschossen hat. Wie so ein alter Schotte im Wettbewerb. So, hier wird es auf jeden Fall ein bisschen heller langsam. Ich glaube, ich hole mir dann einfach, ich esse dann einfach einen Karnickel, weißt du? So, die zwei nehme ich mit. Ich muss jetzt eh was essen gehen. Ich könnte mir hier ein Lagerfeuer machen, aber das wäre mir auch ein bisschen zu brisant, ehrlich gesagt. Am Grunde des Sees könnte ich theoretisch ein Lagerfeuer machen. Da wird es vielleicht nicht so auffallen. Aber andererseits vielleicht doch. Deswegen lasse ich das mal lieber. Deswegen gehe ich erstmal nur zu unserer Feuerstelle. Ich möchte nämlich kein Risiko eingehen. So, dann laufen wir am letzten Kräften hin. Danach schlachten wir uns erstmal Karnickel und ein Leguan. Ein Lurch, Entschuldigung. Es ist ja... wissenschaftlich erwiesen, dass es Lurche sind. Das Feuer sieht so kaputt aus. Ah, und wir haben wieder Schlamm. Juhu. Da brennt die Hand. So, momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Eingeborene haben uns immer noch nicht erwischt. Das Haus geht voran. Ich hoffe, wir können das in dieser Folge noch ein bisschen weiter pushen. Da würde ich mich sehr freuen. Und. Dann müssen wir mal gucken, dass wir so langsam unsere Vorräte auffüllen. Vielleicht finden wir die Axt jetzt nach dem Patch 004b ja wieder in ihrem alten Ort im Stein. Ich weiß nicht, ob die immer noch im Stein am Strand ist. Im Stein. Wer sucht denn im Stein? Ganz ehrlich. So. Das kann ich nicht sagen. Und vielleicht ist sie ja doch wieder im eingeborenen Dorf, wo wir die zuerst gefunden haben. Damals, vor 100 Jahren. So, erstmal Energie wieder hochgehen lassen. Ganz ausgereift ist die jetzt auch nicht. So, wir haben noch eine Menge Bäume am Grunde des Ozeans, aber ich fürchte, die werden allesamt nicht reichen. Deswegen wollte ich hier nochmal die Dinger alle wegmachen. Und ich mache das in diese Richtung. Ich gucke immer in diese Richtung dabei, weil da hinten eigentlich immer die eingeborenen Patrouillen rumlaufen. Das wissen wir inzwischen ja schon. So. Ich wünschte fast ein wenig, die Map wäre so groß wie MMOs. Oder halt wirklich immer random. So, Karnickel haben wir. Und da war gerade noch ein Lurch. Lurch.
Aber der Lurch ist durch. So, dann würde ich sagen, wir bringen erstmal die ganze Scheiße hier, diese Lockholder rein. Dann können wir auch von da aus wieder weiterlaufen. Zap. Zap. Und ich wette, oben auf dem Berg haben wir inzwischen auch Baumstämme. Unten im Ozean haben wir Baumstämme. Ich glaube, wir haben schon einiges an Baumstämmen. Vielleicht reicht es sogar, ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht reicht es sogar schon für Le House. Auf jeden Fall müssen wir die erstmal zusammensammeln und dann sehen wir weiter. Da können wir unterwegs vielleicht auch einen Lurch fangen. Ich weiß es nicht. Keine Einwohner. Ich frage mich, warum es hier so ruhig ist. Das macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Und die Bäume da müsste ich eigentlich trotzdem mal wegfällen. So, ein Ding haben wir voll. Ich probiere mal ganz kurz, komme ich da jetzt hoch und kann dann... Kann ich... Das ist keine gute Idee. Ich guck mal geradeaus. Das geht nicht. Wenn ich hier ein bisschen weiter runter gehe... Guck doch mal geradeaus. Scheiße, ich krieg... Den Baum hier... Können wir nicht fällen. Ne. Ne, den können wir nicht fällen. Scheiße. Okay, hat sich gerade erledigt. Schade, dass man Bäume nicht an einer beliebigen Stelle fällen kann. Die können zwar aus Felsen wachsen, aber man kriegt sie dort nicht wieder heraus. Macht vielleicht auch Sinn, aber andererseits sollte man Bäume auch ruhig an verschiedenen Stellen cutten können. Die haben ja eh verschiedene Schnittstellen. Also, wenn die auseinanderbrechen quasi, da wäre es gar nicht mal so unsinnvoll, wenn man die auch an verschiedenen Orten kaputt machen könnte. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir... beobachtet werden. Ich weiß nicht warum. Irgendwas wirkt heute unkoscher. Ich weiß aber nicht was. Hm. Na egal. Wir sammeln auf jeden Fall weiter Baumstämme und dann lassen wir uns mal hoffentlich nicht beirren. Wir müssen ja in dieser Folge noch tausendmal hin und her laufen. Ach, den Baum, den wir nicht fällen können, das ist dieser komische, krumm und schiefe Sonderling da. Das heißt, einige Bäume kriegen wir gar nicht erst weg. Den hier würde ich gerne auch noch weghaben. Einfach nur, damit wir bis dahin eine freie Fläche haben. 47 Baumstämme brauchen wir noch. Heilige Scheiße. Ah ne, 47 mit den beiden Palisadenzäunen. Aber nicht fürs Haus insgesamt. Okay, dann ist gut. So. Meine Fresse. Ach, guck mal hier. Uah. Dann hier rin mit der Mutti und da nehmen wir noch die weiteren Baumstämme auf. Es ist manchmal eine kleine Baustrecke. Jetzt haben wir dann zwei Folgen nur Hausbau, eigentlich drei Folgen. So. Oh, wie süß. Der Stein ist gefährlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie sterben da dauernd Vögel drauf. Ich habe keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich ein Herzinfarkt. Nichts. Das macht mir ein bisschen Sorge, Schrägstrich Angst, dass wir überhaupt nicht entdeckt werden, so gar nicht. Ich meine, wir haben ja tatsächlich schon zwei Stämme gesehen, also nicht zwei Stämme, sondern zwei Patrouillen gesehen. Aber das war halt gerade als wir, oh wie süß, Mist. Das war ja gerade als wir gelandet sind und da sind wir denen ja nochmal gerade so entgangen. Lurch! Lurch! Mist, na egal. Da sind wir denen gerade so entgangen und konnten uns an denen vorbeischleichen und seitdem haben wir nicht einen einzigen Eingeborenen mehr gesehen. Ich weiß, die sollen gerade die ersten Tage immer sehr vorsichtig sein und sehr zurückhaltend. Wobei ich, ganz ehrlich, in der ersten Runde wirkte das nicht unbedingt so, also in der letzten Runde wirkte das nicht unbedingt sehr zurückhaltend von dem jungen Mann, der uns da entdeckt hat. Der kam ja gleich angelaufen und hat sofort Exitus gemacht. So, ich glaube, diese Stelle war noch nie so kahl wie heute. Zumindest nicht in unserem Let's Play hier. Hallo C. Immer dieser Linksdrall beim Ablegen.
So, hier mal vorsichtig. Ich möchte hier nicht zu schnell nach unten laufen, weil ich immer Angst habe, dass wir hier sterben könnten. Wie auch mal fast schon geschehen. Alter. Ich fürchte, wir werden ein bisschen laufen müssen. Es tut mir furchtbar leid, es hilft ja nichts. Jammern hilft nichts. Ärmel hochkrempeln und machen. CC. So, komme ich denn hier eigentlich auch, wenn ich einfach hier die Abkürzung nehme? Das geht auch. Da muss ich zweimal ins Wasser tauchen und dann haben wir die Haie irgendwo oben. Da ist noch unser Fackelding. So, und wieder nach oben. Und wieder ablegen. Alter Schwede, die ganze Folge nur hin und her laufen. Ich freue mich ja doch schon, wenn wieder was los ist. Ist ja nicht so, dass ich meine helle Freude daran habe, nur hin und her zu laufen. Ich kann mir auch Spannenderes vorstellen, aber wie gesagt, gerade am Anfang, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, so eine Hütte zu bauen, dann machen wir das natürlich auch. So. Okay. CC. Dann wieder runter. Uah. Okay, ich traue mich sogar runter zu laufen. Huch, hallo? So. Dann wieder hoch. Mann. Ich glaube, ich muss bald mal Energie tanken. Ich hoffe nur, das reicht. Ich habe keine Lust. Noch eine Folge. Man soll ja positiv denken. Ich versuche immer das Positive zu sehen. Trotzdem, ich gräme mich immer schon davor. Ich habe schon Angst davor, so eine Folge abzuliefern, wo ich nur baue, wegen diesen Nörgelkindern. Es tut mir leid, liebe Freunde, der Ungeduld, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt. Aber ganz ehrlich, ich finde es immer so schrecklich und ich will auch gar nicht Bezug darauf nehmen, weil ich es sogar schon schrecklich finde, darüber zu reden, dass ich es schrecklich finde. Weil es immer nur alles runterzieht und so negativen Beigeschmack hat. Und das mag ich überhaupt nicht, weil ich ja gerne mich immer lieber aufs Positive konzentriere. Wie zum Beispiel die Freude daran, dass wir so eine fette Hütte bauen können, einfach mal so. Und das vor allen Dingen am Stück schaffen, ohne dass die Eingeborenen uns finden. Was ehrlich gesagt auch mal eine Wohltat sein kann. So, wir wollen ja kreativ sein. Das ist ähnlich. Die gleiche Problematik hat man natürlich auch bei Minecraft, hatten wir alles schon gehabt. Da, wo man dann längere Baustrecken hatte, wo es dann immer hieß, nee, das gab es natürlich auch immer. Und ganz ehrlich, ich will mich darauf gar nicht mehr konzentrieren müssen oder wollen. Beides eigentlich nicht. Ich freue mich einfach, wenn wir das Ding da oben fertig geschergelt haben. Und dann, Vorsicht, so, und dann können wir alle den Fass aufmachen, dass wir es geschafft haben. So, obwohl ich ganz ehrlich, ich vermisse die Webcam-Aufnahmen ja auch selber. Und ich vermisse die Action ja auch selber, aber manchmal muss man eben auch mal anpacken. So. Lasst euch das bitte eine Lehre im Leben sein. Das Leben ist kein Ponyhof und kein Halligalli. So. Generell weiß man überhaupt nicht, was das Leben ist. Das kann ja auch niemand einem sagen. Weil das Problem mit dem Leben ist ja eigentlich, dass jeder eins hat. Das ist ja das größte Problem mit dem Leben und das Bewusstsein des Menschen suggeriert einem selbst, deswegen heißt es ja auch das Selbstbewusstsein, man ist sich seiner selbst bewusst, und das Selbstbewusstsein suggeriert einem, dass man selber das Zentrum allen Geschehens ist, was natürlich für einen selbst auch stimmt. Aber was das Selbstbewusstsein nicht kann, ist zum Beispiel verarbeiten oder verstehen, dass es eben bei allen anderen Menschen genauso ist. Bei allen anderen Menschen ist es genauso, dass sie sich selbst als Zentrum alles Geschehens um sie herum wahrnehmen. Was natürlich völlig normal ist, weil jeder von uns primär sein eigenes Leben mitbekommt. Oder die Leute um sich rum ganz anders wahrnimmt. Man fragt sich manchmal, wie würde man selber auf sich selbst wohl von außen wirken? Da denke ich immer so, das ist so ein bisschen so wie mit ersten Tonaufnahmen von einem selbst. Let's Player können das bestätigen oder auch Musiker können das bestätigen. Das erste Mal, wenn man seine eigene Stimme auf Band hört oder als von Band, hihi, wie süß. Nee, wenn man das erste Mal seine Stimme quasi aufgenommen hört, dann hört die sich einfach ganz anders an, weil man sie dann von außen wahrnimmt, statt von innen, aus seinem Klangkörperkopf heraus, weil unser Schädel ja als Klangkörper fungiert. Hört sich die eigene Stimme für einen selbst komplett anders an als für andere.
Und deswegen ist es erstmal super ungewohnt. Man findet seine eigene Stimme per Gewohnheit oder per Default erstmal schrecklich. Das ist normal. Das ist völlig normal. Das geht ungefähr jedem so. Außer Selbstverliebten, die sagen, oh, meine Stimme ist ja toll. Nee, man selbst findet die erstmal schrecklich, weil man die selber ganz anders gewohnt ist. Und plötzlich merkt, oh, mein Kopf haut da ja viel mehr Bass und Tiefe mit rein. Ich hab doch eine viel präsentere Stimme oder sonst irgendwas. Und dann plötzlich hört es sich auf Band dann so. Ne, deswegen, das ist so ein bisschen ein kleines Trugbildchen sozusagen. Die ganze immer noch nach Eingeborenen. Und genauso verhält es sich natürlich auch mit dem Selbstbewusstsein. Also mit der ganzen Wahrnehmung sich selbst von sich selbst. Man selber hat eine ganz andere Wahrnehmung von sich selbst, als andere vielleicht von einem haben. Und man ist für sich selbst natürlich erstmal generell der Nabel der Welt. Das wird vor allen Dingen vielen Eltern bei ihren Kindern in der Pubertät bewusst. Den Kindern aber überhaupt nicht. So. Also Kinder, junge Menschen, sehr oft, nicht alle natürlich, es gibt immer solche und solche, das ist ja, ich will das nicht immer anmerken müssen, weil das ist ja sowieso klar. Mit ein bisschen Nachdenken weiß man das, dass es immer solche und solche gibt und dass man nichts pauschalisieren kann bei keinem Menschen, denn Menschen sind Individuen, deswegen sind auch alle Aussagen individuell zu sehen, in Klammern. So. Wir kriegen das Haus nicht fertig, aber wir haben immerhin viel gesammelt. Obwohl, wenn ich jetzt noch schnell was esse und dann loslaufe, kriegen wir nicht mehr hin. Haben wir noch was zu essen da? Die kommen mal so ein Snickers rein. Dann haben wir den Bauch immer wieder ein bisschen voll. Dann können wir den Abend noch ein bisschen nutzen. Dann mache ich jetzt doch ein paar Minuten länger. Damit wir wenigstens ein paar Baumstämme da anbringen. Naja, jedenfalls bei Jugendlichen ist es ja oft so, dass sie dann... es ist schwierig. Jugendliche vergessen sehr gerne, sehr oft, dass ihre Eltern auch mal jugendlich waren und den ganzen Scheiß natürlich schon kennen, den sie da mit ihren eigenen Kindern mitmachen. Weil, und das vergessen Eltern aber wiederum sehr gerne selbst, weil sie selber mal genauso schrecklich waren ihren eigenen Eltern gegenüber. Nicht, also in manchen Situationen. Natürlich hat man eine eigene Pubertät. Natürlich ist man irgendwann, weiß ich nicht, in der Straßenbahn gefahren, ich erzähle das jetzt von mir aus, und hat sich über das Wort Pimmel kaputt gelacht. Pimmel, 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 haha, Pimmel. Ja, haben wir, ja, muss ich sagen, das war so ein Punkt aus meiner Vergangenheit, den ich sehr gerne verdrängt habe, bis es mir irgendwann mal einfiel und ich dachte, Alter, wo ich dachte dann, ja, wir waren aber nie so mit 13. Bis einem dann einfällt, Moment, natürlich warst du so mit 13, aber die Hormone haben dir so den Kopf weggesifft, dass du es einfach gar nicht mehr... dass du es einfach gar nicht mehr weißt. Das weiß man später einfach gar nicht mehr, wie schrecklich man selber war in dieser Zeit. Was man selber auch, wie man selber Leute verarscht, vielleicht teilweise auch mies behandelt oder sonst was hat, wie man so ein bisschen selbstgerechter geworden ist und immer dachte, man weiß alles besser, man ist ja nicht mehr dumm, man ist ja kein Baby mehr, man ist ja kein Kind mehr, man ist doch jetzt so und so reif und tralala und man hat es furchtbar eilig, erwachsen zu werden. Und das ist, eine Sache, die haben auch Eltern alle schon erlebt. Ne, also wenn du zufällig zur Jungfraktion gehörst, dann darfst du ja sowieso nicht gucken, weil Forrest bestimmt ab 18 ist, glaube ich. Weiß ich nicht. So, auf jeden Fall, deinen Eltern ging es genauso. Das ist einfach eine Tatsache, das ist einfach ein Fakt. Und wenn du zufällig schon zum älteren Teil gehörst, dann wirst du mir wahrscheinlich zustimmen müssen. Oder wenn du sagst, nee, ich war nie so, naja, dann denk doch nochmal nach, denn eigentlich waren fast alle so. An irgendeinem Punkt ihres Lebens. Die Frage ist nur, worüber man sich letzten Endes kaputt gelacht hat, das kann ich für niemanden beantworten. Naja, Leben ist schon komisch und vor allen Dingen das Leben aus der Ego-Perspektive und das tun wir nun mal alle. Jeder lebt aus seiner Ego-Perspektive heraus, das heißt, jeder ist sich primär erstmal selbst der Nächste. Wie man für sich selbst aber nun sein eigenes Glück definiert oder was einen glücklich macht selbst, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Und das muss jeder für sich selbst herausfinden. Ich glaube zum Beispiel, dass auch so Menschen wie Hater auf YouTube oder Menschen, die generell sich immer auf das Positive, auf das Negative versteifen oder auf das Negative aussagen, und da schließt sich der Kreis wieder mit meinem Anfang vom Gespräch, mit meinen negativen Aspekten, dass ich mich auf die negativen Sachen konzentriere, was doof ist. Menschen, die sich auf das Negative konzentrieren, haben auf jeden Fall sehr viel weniger Spaß und Freude am Leben als Menschen, die sich auf das Positive konzentrieren. Also auch Menschen,
die generell allen dann alles mies machen wollen, die sich selber über alles andere stellen wollen und so weiter und so fort, die haben einfach sehr viel weniger Spaß am Leben, weil sie konsequent damit beschäftigt sind, alles schlecht zu sehen oder alles andere schlecht zu reden. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen voll und das Internet ist auch voll damit. Und ganz ehrlich, im Grunde genommen muss es einem leid tun. Weil diese Menschen vergeuden ihre Lebenszeit, ihre sehr kostbare, sehr kurze Lebenszeit damit, sehr, sehr kurze Lebenszeit damit, sich mit so einem Scheiß zu beschäftigen. Und wie hieß denn der Spruch, den meine Mutter immer auf ihrer Pinnwand hatte? Ich weiß es nicht. Wenn sich dein Geist den ganzen Tag mit Scheiße beschäftigen muss, dann tut es dein Körper auch. Oder es war umgekehrt. Wenn dein Körper, ich glaube nie, das wäre unpassend. Wenn dein Geist sich den ganzen Tag mit Scheiße beschäftigen muss, dann tut es dein Körper auch. Das heißt, du wirst scheiße. Wenn du dich den ganzen Tag nur mit Scheiße beschäftigst, dann wirst du auch scheiße. So ist das eben. Und das nennt sich dann, wie heißt das? Ich hab's vergessen. Diese komische Erfüllung, pipapo. Wenn man die ganze Zeit immer nur sich mit irgendwas beschäftigt, dann fängt man an, in diese Richtung zu gedeihen, sozusagen. Wenn man sich also die ganze Zeit mit positiven Aspekten beschäftigt oder, ne, mit, weiß ich nicht, positiv, je nachdem, wie es für ein ausgelegtes Glück, Erfolg, lalala, dann arbeitet man automatisch in diese Richtung hin. Ich habe leider gerade den Fachbegriff vergessen. Pipapo Erfüllung? Irgendwas mit Erfüllung war das doch. Ich habe aber vergessen, was es war. Ich dachte gerade, ich habe einen Einwohner gesehen. Jetzt fängt das schon an. Mal wieder. So, ich glaube, wir sind bald fertig. Wir kriegen es vielleicht noch in dieser Nacht hin. Vielleicht sogar noch in dieser Folge, wie ich anfangs gehofft und versprochen habe. Mist, bloß nicht nachlassen. Nein, wir kriegen es nicht mal in dieser Folge und auch nicht mehr in dieser Nacht hin. Wenn ich die Energie sehe und wie viel uns noch fehlt, aber dafür in der nächsten Folge. In dieser haben wir jetzt echt viel gequatscht, verdammt. Jetzt habe ich gerade die ganze letzte... Habe ich euch zugequatscht, das tut mir natürlich leid. Nein, es tut mir gar nicht leid. Es tut mir wirklich nicht leid, wenn ich euch zuquatsche mit sowas. Nein. Nein, es tut mir nicht leid. Ich freue mich. Ich freue mich darüber, dass sich zwei Leute von all den Zuschauern vielleicht dafür sogar interessieren. So. Immer auf das Positive konzentrieren. Naja, draußen ist es übrigens inzwischen hell. Es ist jetzt hier 6.37 Uhr. Ich gebe mal ab und zu eine kleine Statusmeldung durch von Folge zu Folge. So. So, wir sind nur noch am Schnaufen. Ich glaube, das Haus hier machen wir morgen fertig. Und dann gucken wir mal, wie wir damit weiterbauen. Das weiß ich noch nicht. So, 75 von 82, das reicht ja auch. Und am nächsten Tag bauen wir es dann fertig, weil jetzt können wir eh nicht mehr laufen und den ganzen Weg immer nur hin und her gehen. Boah, nee, ja, nee, nee, ja, ja, nee, nee, das muss nicht sein. Das hier finde ich eigentlich ganz cool mit den Durchgängen. Eigentlich möchte ich noch einen dritten basteln. Da bleiben die doch bestimmt allesamt kleben, die Herren. So, erstmal wieder einschlammen. So, und ein Lizard gucken. Während die Sternlein stehen und sich leider nicht reflektieren. Hier an diesem Ende der Welt, wo alles ganz komisch gebaut ist, weil es hier zwei Lagen Wasser gibt. Ich glaube, die Entwickler haben bei den Höhlen ein bisschen geschlammt. Vor allem bei den Wasserstandshöhlen. Das merkt man ja auch bei den Höhlen, wo man plötzlich durch, naja. Aber ich glaube, das liegt auch mit an der Engine, mit der Unity. Das Spiel ist mega komplex für die Unity. Also, muss ich einfach mal sagen. Ist, glaube ich, das komplexeste Unity-Spiel, was ich kenne. Und wenn du ein komplexeres kennst, dann sag's doch einfach bitte oder schreib's in die Kommentare. Ich lasse mich da gerne belehren und hab dann gleichzeitig auch wieder tolle Spieletipps. Da freue ich mich sehr. So, ich glaube, ich gehe einfach mal pennen. Ja, da sind wir aber wieder schlafen gegangen. Das Haus haben wir nicht ganz fertig gekriegt. Immer wieder ein paar Lebensweisheiten und das Volk geschissen. Juhu, ich freue mich sehr. Lifetime Achievement. Ja, das Haus haben wir immerhin fast fertig und immer noch kein einziger Eingeborener, der sich hier rumtreibt. Ich frage mich, warum? Meiden die uns jetzt? Meiden die diese Gegend? Wurden die Routen hier rausgenommen, damit die nicht mehr aus dem Wasser stapfen? Ich frage mich, warum? Die können ja immer noch ins Wasser laufen. Haben wir ja alles festgestellt und unter Wasser laufen. Haben wir alles gesehen? Ja, alle Bugs gefixt. Nee, jedenfalls, ich frage mich, warum hier keine Eingeborenen mehr kommen. Vielleicht haben sie den Bereich wirklich aus den Routen rausgenommen. Ich habe keine Ahnung. Oder aber, wir freuen uns zu früh und die kommen ja bald alle angeschissen. Das kann natürlich auch sein. Weil nur noch dieses Eckchen der Insel unerforscht bleibt.
Naja, ich lasse mich überraschen. Momentan leben wir ganz gut. Und ganz ehrlich, beim Survival-Game geht es ja auch nicht darum, möglichst viele Eingeborene abzuschlachten, sondern es geht eben um Survival. Und wir bauen uns hier was Schönes auf, während die Eingeborenen dann... Ja, die können ja gucken, wo sie bleiben. Das ist mir dann relativ wumpi-wumpe. Wir können uns noch eine schöne Brücke ans andere Ufer bauen. Ans andere Ufer, Und, ja, schauen wir mal, wie wir das Ganze hier noch ausbauen können. Ich lasse mich sehr überraschen, sehr gerne überraschen. Und, in der nächsten Folge bauen wir erstmal das Häuschen fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!